Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu Mars EP2 Stationeers mit mir, dem Chrissy. Ja, ich baue, also ich habe hier schon den Electronics Printer gebaut. Wir bauen gerade den Hydraulic Pipe Bender. Und was wir jetzt noch machen können, wir sehen ja, dass unser Wastegas-Tank hier schon ein bisschen doof ist, ja. Das heißt, den müsst ihr nicht wasten, sondern wir machen ihn einfach zu. Wie gesagt, dass wir jetzt hier noch die Sache noch nicht rauspumpen können, ist nicht schlimm. Ja, wir sind ja jetzt hier drin, wir gucken mal. Ja. Oxygen low, ist klar, hier geht ein bisschen was verloren, wissen wir ja. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir nehmen jetzt mal wieder ein bisschen Eis in der Hand. Reicht, wenn ihr das in der Hand habt. Ja, müsst ihr nicht hier in den Raum reinwerfen. Denkt dran, den Druck bitte beobachten. Ja. Wird auch kalt hier drin, aber das ist nicht schlimm. Solange wie das über 0 Grad bleibt, könnt ihr hier drin atmen. Ja, geht also. Und was ihr jetzt machen könnt, ihr könnt euren Tank hier drin leer machen. So, weil jetzt habt ihr nämlich hier das ausgeatmete CO2 schon drin. Und das könnte auch schon reichen, um hier Pflanzen dann zu wachsen zu lassen. Ja, also nur mal so als Hinweis, wastet das nicht, sondern packt das hier rein. Theoretisch müssten wir hier auch noch atmen können. Können wir auch noch. Sehr schön. Ja, ihr seht also, wir brauchen, ja, wir haben 81% CO2, O2 hier drin. Das ist okay. Ja, das Pollutant ist ein bisschen ärgerlich. Könnte man aber auch rausholen, das Pollutant, indem man jetzt hier ein Dings hinbaut, ein Scrubber, den mobilen Scrubber, den habt ihr ja. Ja, den könnte man zum Beispiel nehmen. So, der ist fertig. Oh, jetzt sind wir hier gerade ewig rumgeflogen. So, dann machen wir den mal aus und bauen jetzt mal hier unsere Geräte auf, die wir hier brauchen. Und zwar ist erstmal unser Electronics Printer. Den können wir theoretisch, den müssen wir hier hinstellen. Genau. Und dann haben wir noch unseren Hydraulic Pipe Bender. Den stellen wir, sagen wir mal, hier hin. Ja, stellen wir hier hin. So, sehr schön. Jetzt brauchen wir natürlich noch Iron Sheets, weil das wird nicht reichen für alles. Ja, reicht nicht. Müssen wir noch eins bauen. Einfach nach Sheet suchen. Iron Sheet. Ich hatte ja noch ein bisschen Eisen geschmolzen. So, haben wir. Jetzt brauchen wir Kabel. Das ist dann immer ganz cool, wenn man das halt nebeneinander stehen hat, dann kann man das halt sehr schnell alles zusammen aufbauen. Ja, dann braucht man ja nicht immer hier ewig hin und her zu eiern. So. Okay, dann haben wir unsere beiden Geräte. Dann schnappen wir uns mal unseren Kuhfuß hier, Quatsch, unsere Zange. Und dann versorgen wir das hier mal mit Strom. Hier bitte auch aufpassen, das eben so mit Strom zu versorgen, dass ihr eben noch genug Kabel habt, ja. Nichts ist schlimmer, als den Electronics-Printer nicht betreiben zu können, weil wir kein Dings haben, keine Kabel mehr. Ja, da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Und was wir jetzt hier auch machen können, hier können wir jetzt schon mal mit dem Kabel reingehen, damit wir jetzt auch unsere Tür da versorgen können. Könnt ihr hier einfach in dem... im Rand lang gehen. Müsst ihr natürlich nur aufpassen nachher, wenn er später hier irgendwelche Sachen, Kabel oder sowas rausführt, müsst ihr euch eben daran erinnern, dass da ein Kabel drin ist. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir da so reinspringen können, aber ich glaube ja. Ja, das können wir. So. Damit können wir jetzt zum Beispiel unsere Tür noch schon automatisieren, aber die würde ich jetzt noch nicht anschließen wollen, weil uns die sonst die Batterie leer fressen hier. Ne? Die Batterie ist ja nun inzwischen schon rot. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, was wir jetzt als nächstes machen, wenn die Sonne scheint, wir bewegen uns mal wieder nach draußen aufs Feld und besorgen Kupfer, Eisen und ja, Gold. Gold haben wir ja eigentlich noch. Ja, 31 Gold haben wir noch, aber wir brauchen Kupfer und Eisen. Wir holen mal noch ein bisschen Oxide, dass wir gleich hier nochmal eine Atmosphäre machen können, falls wir es müssen. Hier ist noch Gold auf jeden Fall. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Ja, wenn ihr das so exposed lasst, dann wissen wir, da ist Gold gewesen. Hätten wir jetzt nur ein Loch gebuddelt und hätten das ganze Erz da rausgeholt, wüssten wir nicht, dass hier noch Gold war. Ja, so, das machen wir erstmal so, weil wir brauchen jetzt erstmal kein Gold, sondern wir brauchen Eisen. Das heißt, wir gehen mal wieder auf den Berg hoch. Hier war ja irgendwie Eisen. Wir müssen uns nur merken, dass unsere Basis da unten ist, Richtung 100 Grad ungefähr. Also am Fuß des Berges. So,
Wie gesagt, hier auch nochmal der Hinweis, bei Planeten mit Atmosphäre passt bei Mining bitte auf. Man ditcht schnell irgendwo an und dann ist der Anzug kaputt und dann ist das Bein dicker, weil da muss man nämlich ganz schnell das Tape finden, was man ja normalerweise dabei hat. Ich habe es jetzt nicht dabei, erzähle ich euch ja immer wieder so. Und mein Anzug wird jetzt wahrscheinlich gleich angeditscht und dann müssen wir halt zur Basis rennen. Ja, die Basis ist ja am Fuß. Ja, Energieversorgung kann man natürlich auch über Kohle realisieren. Der Solid Generator ist dabei. Ja, der ist im Kit mit drin. Wir werden die Kohle jetzt aber nehmen, um dann nachher Stahl zu schmelzen. Das ist nämlich unser erstes Ziel. Also naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist unser erstes Ziel, die Energieversorgung aufzubauen. Also zumindest eine vernünftige Energieversorgung. Für die guten Solarpaneele brauchen wir aber Stahl. Das heißt, ja, wir müssen sowieso Stahl besorgen. Und da müssen wir uns hier auf dem Mars auch ein bisschen Gedanken machen, denn es wird Sturm geben und der Sturm zerstört Dinge, die draußen rumstehen. In dem Fall auch eure Solarpaneele. Die kriegen einen Schaden dadurch. Da müssen wir also auch dran arbeiten. Die müssen wir dann einbauen, die Solarpaneele. Ja, die bauen wir in einen Glaskasten ein und dann geht das schon. So, jetzt haben wir hier viel Zeit verbasselt mit Kohlefarmen, aber Eisen ist hier irgendwie scheinbar nicht mehr. Okay. Mensch, nicht so weit springen. Einfach nochmal hier gucken. Unsere Basis ist da unten. Hier nochmal gucken, ob wir hier oben auf dem Berg irgendwo noch Eisen finden. Wo ist unsere Basis? Da unten irgendwo ist sie, ne? Kann das sein? Ja, irgendwo da. Da ist sie, genau. So, wäre natürlich schön, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, weil dann wüssten wir auch, wo ihr Eisen ist. So ist im Dunkeln ist immer gut munkeln, sagt man ja nicht umsonst. Aber ja. Finden wir jetzt hier nicht wirklich Eisen. Hier ist noch Kohle. Wie gesagt, auch mit der Dings rumzulaufen, mit der Lampe, das ist natürlich schon ordentlich energieintensiv. Und Energie ist auch so ein Thema am Anfang. Also wir haben zwar eine kleine Mini-Solarzelle, wir könnten jetzt noch eine zweite dazu aufbauen, macht aber keinen Sinn, weil die laden so viel die Dings, dass wir die Akkus sowieso nicht... also bräuchten wir größere Akkus für mehr Solarpaneele. So, wo ist jetzt hier Eisen? Verdammt mich nochmal, das kann doch nicht sein. Hier ist Eisen. Da musst du bloß mal maulen, dann finden wir auch Eisen. Ja, also der kleine Miner ist schon... Ach, der ist schon ekelhaft langsam. Aber für einen großen Miner brauchst du halt Material, was wir nicht haben. So, bevor wir jetzt hier in irgendein Loch rumkriechen, gucken wir mal, ob wir jetzt hier so schnell irgendwo noch ein bisschen Eisen finden. Meine 32 Eisen sind ja besser als 0 Eisen, also... So, wir könnten jetzt noch ein zweites Solarpanel in die Richtung ausrichten. Das ist auch das, was ich als nächstes machen möchte. Wie gesagt, man braucht nicht so viele. Ja, also es geht eigentlich. Unser Akku ist aber so gut wie leer. 19%, alles klar. Haben wir hier schon Sonne drauf? Ne, haben wir noch nicht. Wir gucken mal. Achso, ne, das bauen wir ja nicht hier, das Solarpanel, sondern das bauen wir, gucken wir mal hier schnell, 18, alles klar. So, ein Basic Solarpanel, da brauchen wir Eisen, Gold und Kupfer. Klar, logischerweise. Wissen wir ja. So, das machen wir mal aus hier. Wir gucken mal, unsere Batterie hat noch 16%. Müsste eigentlich gehen. Wir haben schon 7 Watt, sehr schön. Unsere Batterie wird geladen. Weil die Sonne kommt ja von da, das heißt, das Solarpanel da ist nicht so geil ausgerichtet. Wir müssen eigentlich nach da noch ein oder zwei Solarpaneele bauen. Das machen wir jetzt gleich noch. Dadurch, dass der Winkel halt so schön ist, kannst du die halt einfach anwinkeln und dann ist gut. Ja, also man muss natürlich irgendwann tracken, klar. Aber so reicht das erstmal. So. Jetzt habe ich natürlich richtig Blödsinn gemacht mit dem Hinstellen. Weil
weil wie willst du das jetzt anschließen, ja? Ja. Das kriegst du so nicht angeschlossen. Das ist schon scheiße gewesen, Chrissy. Aber Sial, dann müssen wir außen rum gehen. Wir haben ja Kupfer. So ist es nicht. Also wir können hier Kabel machen. Licht können wir mal ausmachen. So. Das wird geladen. Aber wenn das jetzt so hier verlegt wird mit dem Kabel, dann hat das auch einen Vorteil, dass wir nämlich dann jedes weitere dann easy peasy anschließen können. So, da haben wir jetzt wieder mehr Power. Sehr schön, kannst aufhören. So, jetzt haben wir hier 200 Watt und hier 263. Das ist gut. Und wenn wir jetzt noch eins bauen würden, könnten wir das jetzt da hinstellen. Ja, komm, wir bauen noch eins. Wollen wir noch eins bauen? Wir bauen noch eins. Wenn wir es noch können, ja, können wir noch. So, Pipebender. Wir brauchen Pessefend. Dazu brauchen wir Eisen, glaube ich. So, dann haben wir jetzt erstmal genug Energie, sage ich mal. Also genug hat man ja nie, aber da sind wir dann auf jeden Fall safe. So, jetzt haben wir zwei Passive Vents. Die brauchen wir. Achso, wir brauchen noch einen Active Vent, aber ich glaube, einen Active Vent, da brauchen wir. Ich glaube, für einen Active Vent brauchen wir. Ne, Gold, Kupfer, Dings, alles klar. Was den Scheiß. Können wir nämlich unsere Schleuse schon mal bauen. Zumindest erstmal eine Handschleuse. Das wäre dann der... Naja, ist ja egal welcher das ist. Ob das der äußere oder der innere wird, ist egal. Dann wird das der äußere. Genau. So. Wichtig ist auf dem Mars, es gibt eine Atmosphäre, es gibt Stürme, das heißt, ihr müsst aufpassen, dass alles, was nicht nied- und nagelfest ist, fliegt weg. Ja. Der Länder wird auch beschädigt, das heißt, ihr müsst zeitnah die Sachen, die ihr braucht, aus dem Länder rausholen. So, Kupfer ist jetzt alle. So, damit sind unsere Türen jetzt sozusagen schon mal safe. Wir müssen Inward machen.
Genau. Aber es ist, der ist genau verkehrt rum. Der ist verkehrt rum. Wir müssen den mal nach innen bauen. So, so ist nämlich besser, wenn der innen ist. So, wir gucken mal, ob wir hier drin atmen können. Ja, können wir. Wir können ja nochmal, wir haben hier 5 Grad, also wir können noch ein bisschen Sauerstoff hier reinlassen. 34 kPa haben wir jetzt hier drin. Ja, nicht zu viel, ja, sonst das heizt sich ja nur alles auf. Das ist ja Blödsinn, muss es ja nicht. Aber wir können, während wir hier drin sind, schon mal was trinken und essen. Wie gesagt, hier werden wir jetzt auch vor dem Sturm geschützt. Wie gesagt, der Länder wird einen Sturm aushalten. Also das ist mal amtlich. Und wir sehen aber auch, unser Wasser geht dann jetzt schon zur Neige. Das heißt, wir müssen dann auch ein bisschen Finger ziehen. So, damit mit diesem, also dass der jetzt quasi der Innere ist, damit stellen wir halt sicher, dass wir den Sauerstoff, den wir hier drin haben, eben nicht rausschmeißen. Ne? Dass der. So, jetzt brauchen wir noch ein Passivant, ein Activant, genau, das wird dann der äußere. Und da können wir auch schon mal ein Rohr dran bauen. Dann geht das ein bisschen einfacher. Klar, sollte man hier isolierte Rohre nehmen, aber wir haben keine. Also. So, wir drücken mal L. Dann machen wir die Tür zu. Dann drehen wir den mal um hier. Aber da verkehrt rum, so rum. Low pressure. Oxygen low. Ja, man muss natürlich den Hahn zumachen, critical. Ist klar. Oxygen critical. Temperature critical. So, jetzt können wir hier den äußeren dran bauen und dann sind wir eigentlich safe. Ja, dann haben wir jetzt eine Schleuse, die wir zumindest erstmal von Hand betätigen können, solange bis wir es dann später automatisieren. So, Wasser. Wasser ist ein Thema. Wasser müssen wir gucken. Da müssen wir wahrscheinlich einen Eiskrascher bauen, der uns natürlich auch einiges an Energie kosten wird. Wo bauen wir den denn? Im Elektronik-Sprinter? Ne. Okay, dann bleibt ja nur noch einer. Da ist er. So, Kupfer, Gold und hast du nicht gesehen? Klar, wir wissen ja, wir müssen noch Erze besorgen. Ist jetzt natürlich blöd, weil wir jetzt wieder Dunkelheit haben, ne? Kupfer, genau, Kupfer waren nämlich alle. Hier ist nichts mehr drin. Okay, dann müssen wir mal schauen, wo wir hier Kupfer finden. Wo ist unser. Hier ist unser Bohrer. Immer ein bisschen Sauerstoffeis mit. Das ist, glaube ich, Nitriteis, oder? Ja, das brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Wassereis. Und wir brauchen Kupfer. Wir hatten, glaube ich, Wassereis. Wassereis hatten wir, glaube ich, hier irgendwo gesehen. Da hinten ist unsere Basis. Links von uns, ne? Da sehen wir es leuchten. Ja, ist natürlich immer blöd, das in der Nacht zu machen, aber was, ja, was soll ich machen? Es ist dann eben so, wie es ist. Man kann natürlich auch rumstehen und einfach nichts machen und warten, bis hell ist. Kann man auch machen. Wassereis. Wir brauchen Kupfer und Wassereis. Das ist Oxide, ne? Genau, das ist Sauerstoffeis. Ja, es macht keinen Sinn, jetzt hier im Dunkeln rumzurennen. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Wir finden es eh nicht. So, die Frage, was können wir noch als nächstes bauen?
Wir können ja mal sehen, dass wir die Schleuse schon mal vorbauen. Wir müssen eigentlich ein Sensorkit haben, eine Konsole müssen wir haben, das Ladegerät auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir einen Advanced Airlock haben. Eigentlich müssten wir einen Advanced Airlock haben. Als Chipkarte. Also. Sehr schön. Dann bauen wir mal unsere Schleuse in der Zeit weiter. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nichts machen könnten, während es dunkel ist, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Das ist mal amtlich. So, jetzt brauchen wir noch die Diskette. Stecken wir da schon mal rein. So, was wir auch machen können, wir können den Portable Air Scrubber mal rausholen. Wo ist er denn? Da ist er. Den Portable Air Conditioner können wir schon mal rausholen. Falls wir den da drinnen brauchen, können wir den da schon mal rausholen. Und die Hydroponics auf jeden Fall, weil da können wir nämlich schon mal anfangen Pflanzen zu sammeln. Dazu brauchen wir auch die Wasserpulle. Jetzt haben wir ja hier im Prinzip eine Schleuse. Power low. Ja, haben wir nicht. Es ist hier schon wieder, es ist hier, Chris ist schon wieder total cool vorbereitet hier. So, jetzt nochmal den hier so rum. Das können wir mal hier rein tun. Das können wir da rein tun. Jetzt klauen wir uns hier mal das Kabel. Fummeln das mal da oben dran. So, das ist raus und rein, ne? So, jetzt haben wir die Marsatmosphäre raus. So, hier ist unsere Portable Hydroponics. Da können wir ja auch erstmal mit rumexperimentieren dann. Könnten wir unsere ersten Pflänzchen sozusagen damit schon mal betreiben. Das Wasser behalte ich jetzt mal in der Hand, weil das kann natürlich sein, dass wenn ich die Pulle jetzt hier hinlege, ja, hier reinpacke, dass wir dann Probleme kriegen. Das ist der Air Conditioner. Den brauchen wir eventuell, müssen wir gucken. Und das ist der Scrubber. Der ist auch sehr schön. Den können wir auf jeden Fall auch verwenden. Dazu brauchen wir die beiden Batterien. Wir müssten hier noch irgendwo zwei Batterien drin haben. Hier sind sie. So, den Generator brauchen wir nicht. Zumindest anfangs nicht. Hier wäre noch eine Batterie drin, die wir aber auch nicht brauchen. Hier haben wir noch Essen und Trinken, aber wir sehen, das ist nicht mehr viel mit dem Wasser. Also müssen wir jetzt wirklich den langsam den neuen Crusher bauen. Und um den Crusher aber zu bauen, benötigen wir aber auch erstmal Material. So, und hier beim Air Conditioner, ja klar, ist okay, da sagst du halt, der soll kühlen, ja, und er soll heizen. Und hier packst du halt hinten Filter rein und dann, ja, und den kannst du halt auch dann rauslassen draußen. Ne? Gehst du mit raus, ziehst den Hebel, dann ist der Druck, den er hier angesaugt hat, weg und dann kannst du weiter air scrubben sozusagen. Ja, also das, hier würde man jetzt einen Polytenfilter reinmachen, einfach, dass Polyten halt weg ist, ne? Wichtig ist, dass die immer aus sind, weil sonst. Ne? Ach, den haben wir jetzt wieder laufen lassen. So, ja, naja, gut, dann würde ich sagen, mach mal Pause für diese Folge und in der nächsten Folge ist hell. Dann besorgen wir erstmal das Material, was wir noch brauchen und dann ist das schicki. Was wir jetzt aber noch machen können, ist hier schnell noch den Sensor noch einbauen für die Schleuse.
So, dann ist der auch weg. Ja, schön. Okay, also, ich würde sagen, ich mache mal das Licht aus und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.